herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul. Ja, lange ist es her. Ich habe die letzten Male immer, wenn wir einkaufen waren oder wenn ich alleine einkaufen war oder wie auch immer, alles immer nur direkt verräumt und habe da nicht wirklich mehr Zeit für genommen, weil ich dann sowieso im Stress war und so. Aber heute haben wir wieder so einen langsamen Tag. Es ist Montag, mein Mann hat noch Urlaub, ich habe auch noch frei heute und deswegen jetzt einen ganz entspannten Food Haul beziehungsweise ein bisschen Haushalt ist dabei, oder beziehungsweise nur ein Teil. Ich habe aber auch relativ viel Haushaltskram jetzt bei DM bestellt. Deswegen ist es jetzt ein bisschen günstiger ausgefallen. Und wir hatten auch noch ein paar Sachen zu Hause. Deswegen musste ich jetzt nicht alles nachkaufen. Also ich hatte zum Beispiel noch so einen großen Packen Joghurt, Obst ist noch ein bisschen was da und sowas. Also ja, wir mussten nicht alles nachkaufen. Aber ich erzähle euch gleich wieder von unserem Essensplan und zeige euch unseren Einkauf. Wie viel haben wir ausgegeben? 50 Euro haben wir ausgegeben und wir waren bei Famila einkaufen. Habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen hochgestellt. Ich glaube, das ist besser. Und ich fange erstmal mit dieser Tüte hier an. Wir haben einmal Champignons gekauft. Die sind für ein Gericht. Das kochen wir auch direkt heute. Wir haben es wieder so gemacht, dass wir 3 Zweitagesgerichte haben und ein Gericht, was wir halt für einen Tag kochen. Und es fehlen auch noch ein paar Sachen. Und zwar fehlt Reis, Couscous und Camembert. Die 3 Sachen fehlen noch. Die werden wir nachher noch von Lidl kaufen. Genau, aber einmal Champignons. Dann haben wir eine Gurke gekauft. Irgendwie gab es gar nicht so schöne Gurken. Ja, deswegen habe ich jetzt so eine recht dünne kleine hier. Die kommt in den Salat rein und weiß ich nicht. Aber sie ist noch auf jeden Fall fest, das ist ganz gut. Aber ich habe das Gefühl, heute war die Auswahl da nicht so gut. Bei den Tomaten war es zum Glück besser. Zuletzt war das bei den Tomaten ein bisschen schwierig. Dieses Mal sind es die Gurken. Ich habe nämlich hier einmal Cherry-Tomaten, diese kleinen. Ich finde die super, wenn man die einfach halt nur halbiert, um die dann in einen Salat zu tun. Wir haben nämlich vor, einen ganz bestimmten Salat diese Woche zu machen. Und ja, das ist auf jeden Fall da drin. Dann haben wir hier 2-mal Hokkaido-Kürbis, denn ihr kommt wahrscheinlich schon drauf, ich werde eine Hokkaido-Kürbissuppe machen, beziehungsweise kommen da auch noch Kartoffeln mit rein, aber zum Essensplan dann gleich. 2 kleine Hokkaido-Kürbisse, die werde ich dann halbieren und ich finde es mit diesen kleinen, finde ich es halt leichter, die zu halbieren und dann kommen die ja erstmal in den Airfryer, damit die schon mal ne, so weicher werden, bevor man die dann auch püriert und so. Dann habe ich hier in dieser Tüte 2 von diesen großen Strauchtomaten. Die sind für ein Gericht dann, und zwar das, was ich heute kochen werde. Und die Cherry-Tomaten sind eben für den Salat. Eigentlich, ah hier, ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich ja 2 Packungen davon gekauft. Dann haben wir uns auch gerade noch Frühstück mitgenommen. Ich habe mir so eine Börek-Stange mit Feta mitgenommen und mein Mann hat sich so 2 Karotten-Kürbiskernbrötchen mitgenommen zum Frühstücken. Dann haben wir noch ein Netz Zwiebeln hier und ich habe mir ein neues Brot mitgenommen. Oh nee, das ist auseinandergefallen. Ah, so. Und zwar so ein Vollkornbrot mit so Sonnenblumenkern und das ist so, so sättigend. Also ich schaffe meistens zum Frühstück nicht mehr als eine richtig gut belegte Scheibe davon, weil es halt so sättigt und richtig, richtig, ja, es füllt einfach, es macht satt, es schmeckt mega gut. Und ich muss aktuell ein bisschen aufpassen wieder mit meinem Glutenkonsum. Also alle unsere Sachen sind jetzt auch ziemlich glutenfrei diese Woche. Aber ich will mal schauen, wie es gerade mit diesem Brot hier läuft, weil ich das sehr gerne mag. Und das ist der Vollkornbatzen, den man bei Famila kaufen kann. In der Backtheke zum Schneiden halt einfach. Dann haben wir einmal eine neue Packung Toilettenpapier mitgenommen. Und wie gesagt, bei DM habe ich halt auch ein bisschen was gekauft, aber das packe ich dann in meinen DM-Haul auf meinem anderen Kanal. Also ich habe ja noch einen Beauty-Kanal. Wahrscheinlich wissen es die meisten von euch, dass hier der Kanal halt immer mal wieder so bespielt wird, weil das mehr so mein Hobby halt ist, diesen Kanal auch noch zu befüllen. Es kommt übrigens auch noch ein Lesemonat online dann.
am Ende vom Oktober. Da werde ich aber die Bücher reinpacken, die ich auch die letzten 2 Monate gelesen habe. Genau, darauf freue ich mich schon. Generell so Lese-Content werde ich auch nächste Woche ein bisschen was filmen. Und Vlog kommt auf jeden Fall auch noch einer online. Ist wahrscheinlich auch vielleicht sogar schon online gegangen, wenn dieses Video online kommt. Ich bin hier nicht so aktiv wie auf meinem anderen Kanal. Das heißt aber nicht, dass hier nichts kommt, wenn hier mal 2, 3 Wochen lang nichts kommt. Also viele Leute sagen immer, du machst dann nichts mehr und dann deswegen deabonniere ich lieber, weil hier kommt nichts. So, doch, doch, hier kommt schon was. Nur ist einfach der Content nicht so viel gegeben wie auf meinem Beauty-Kanal einfach. Und der Beauty-Kanal ist halt mein Job. Ich bin selbstständig damit und ich muss dann natürlich die Prioritäten so setzen, dass ich halt Geld verdiene und das, was ich sonst noch machen möchte, halt danach mache, so wie alle anderen Menschen auch. Genau, Rote Grütze durfte mit. Ich liebe, 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 liebe Rote Grütze und ich habe aktuell so einen Babybrei, den ich halt auch esse, weil ich den ganz gut vertrage. Und ja, der schmeckt halt nach nichts, ne? Und habe mir dann dafür jetzt noch Rote Grütze mitgenommen. Von Dr. Oetker, der war nämlich im Angebot, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann haben wir verschiedenste Aufschnitt und Sachen für Essen. Wir haben einmal Hackfleisch hier, dann haben wir Hähnchenbrustfilet und dann habe ich diese hier nochmal wieder ausprobiert, gekauft. Die wollte ich gerne nochmal wieder ausprobieren. Ich hatte da neulich, meine ich, schon mitgekocht. Also, falls ihr die Rügenwalder, wie heißt das, Rügenwalder? Rügenwalder? Wie heißt das? Rügenwalder. Rügenwalder Mühle. So, also die haben ja ein richtig tolles Sortiment mit vegetarischen Sachen auch. Und sie haben super viele Dinge halt jetzt auf vegan umgestellt. Und deswegen probieren wir dann viele Dinge halt auch einfach nochmal wieder durch. Und diese hier finde ich halt vom Prinzip her immer richtig super, weil man die halt so cool einmarinieren kann und dann so richtig crunchy anbraten kann. Genau, und die kommen nämlich in unseren Salat mit rein. Ja. Hier einmal. Dann gab es auch im Angebot, Kerrygold war im Angebot. Da haben wir einmal hier dieses Sandwich Cheddar und den normalen Cheddar. Wir lieben beide Cheddar richtig, richtig doll. Bierwurst hat mein Mann sich noch mitgenommen. Dann habe ich mir diesen Körnigen Frischkäse mitgenommen von Exquisa. Der war nämlich auch im Angebot. Da habe ich habe nämlich noch Marmelade da. Dann Schmand einmal. Schmand zweimal, einmal jeweils für ein Gericht. Genau wie. Oh, ey. Genau wie der Peter. Das auch für 2 unterschiedliche Gerichte. Dann habe ich hier noch Datteln gekauft. Das sind diese Soft-Datteln. Die kommen auch in den Salat rein, den ich machen möchte. Dann haben wir noch Milch dreimal und Kartoffeln. Ja. Das war unser Food Haul und jetzt kommen wir zum Essensplan. Heute und morgen machen wir so eine One-Pot-Pfanne mit Hackfleisch, Zwiebeln, Tomaten, der Schmand kommt ein bisschen rein, Feta, habe ich Pilze gesagt? Die Pilze kommen auf jeden Fall da rein und wir essen das Ganze mit Reis. Dann mache ich diese Woche halt eine Hokkaido-Kürbissuppe mit Kartoffeln noch drin und Zwiebeln kommen da noch rein und ja, was man halt, wie man halt so eine Suppe kocht, ne? Ein bisschen was von dem Schmand kommt dann auch noch rein. Gewürze, ganz, ganz viel. Und wir werden dann noch ein frisches Baguette holen, was wir dann damit essen. Und dann essen wir 2 Tage eben einen Couscous-Salat mit den Datteln, Tomaten, Gurke, Feta und den vegetarischen Streifen, die da halt reinkommen, angebraten. Genau das. Und wir essen einen Tag Kartoffelpüree mit Camembert. Und da fehlt eben noch der Camembert, der Couscous und der Reis. Genau. Das ist so das, was wir eingekauft haben, unser Essensplan. Ich hoffe, es war informativ oder vielleicht auch einfach hilfreich. Hat euch ein kleines bisschen Inspiration gegeben. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, auch wenn hier so selten was kommt. Ich bin echt dankbar für alle, die immer dabei sind. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.